Hallo zusammen, Tag 5 unserer kleinen Challenge für die Körpermitte. Ich habe jetzt mal ein anderes iPad genommen, weil bei dem anderen, da surrt das immer so zwischendurch so doof und ich habe keine Ahnung, wie ich das wegkriege. Das hört ja immer auf, wenn ich rede, dann fängt es wieder an. Vielleicht ist es mit dem iPad besser. Wenn nicht, dann muss ich morgen meine Hintergrundmusik anmachen, weil also eine GEMA-freie Hintergrundmusik, weil dann, wenn ein Geräusch da ist, dann summt es ja nicht. Also wenn ich rede, summt es ja, surrt es ja auch nicht. Okay, also egal. Wir machen jetzt erstmal mit dem iPad und starten in die seitliche Plank. Yes, heute seitliche Plank zum Start. Ja, seitliche Bauchmuskeln haben wir ja auch. Achtung und hoch. So, ich zeige direkt die leichtere Variante, ist die. Ne? Ihr kennt das. Ein bisschen schwieriger wird es dann, wenn wir das Bein hier noch ausstrecken. Oder eben, wenn ihr hier auf die Füße geht, ist es am schwierigsten. So, halbe Minute haben wir noch. Ihr kennt die Übung ja eigentlich auch und geht dann direkt in die Position, die ihr schafft. Und das sind jetzt noch 25 Sekunden. Wenn man merkt, man kann gar nicht mehr, bevor man jetzt ganz aufhört, kann man auch schnell die Knie absetzen und hier noch weitermachen für die letzte Zeit. Ne? Also man kann immer eine Stufe wegnehmen. So, das sind jetzt noch 12. Atmen, schön gerade bleiben, Bauchnabel einziehen, Pobacken anspannen. Und das sind jetzt noch 5, 4, 3, 2, 1 und geschafft. Wir gehen direkt auf die andere Seite. Das kann ruhig so zügig, das sind ja eh nur 8 Minuten, also 8 mal 45 Sekunden. Achtung, zweite Seite und los geht's. So, halten, halten. Ellenbogen genau unterhalb des Schultergelenks, Arm schön lang nach oben, leider ist jetzt hier meine Hand abgeschnitten, egal, so groß ist mein Wohnzimmer jetzt hier nicht, hier hört der Teppich auf, ich habe jetzt keine Lust gehabt, die Matte zu holen. So, 25 Sekunden sind es noch und ihr müsst hier weiter die Körperspannung halten, durchatmen, 20 Sekunden, komm, probier, sonst gehst du halt hier in die Haltung zum Beispiel. Ja? 10. Probieren. Weiter, weiter, weiter. Zeit läuft runter. 5, 3, 2, 1. 12 Sekunden Pause. Ausschütteln. Wir gehen in Rückenlage. Sind immer noch beim Bauch. Fußspitzen wieder ran. Handflächen zur Decke. Oberkörper anheben. Jetzt probierst du seitlich mit den Fingern zu den Waden zu kommen. Du kannst auch ein bisschen schummeln, dann kannst du die Füße ein bisschen näher ranziehen. Ziel ist es hier diese Rechts-Links-Bewegung. Wenn es nicht mehr geht vom Kopf her, dann machst du halt hier diesen Wechsel und hältst den Kopf immer mit einer Hand fest. Es sind noch 20 Sekunden. Hauptsache, dein Oberkörper ist leicht oben und ich mache diese Rechts-Links-Bewegung. Zack. Komm, noch 8 Sekunden. Super. 3 Übungen sind schon fertig. Wir sind immer noch in Rückenlage. Hände unter den Popo. Wir hatten ja schon diese Leg Drops, ne? Tief und hoch. Jetzt haben wir eine Änderung. Tief die Beine, öffnen und hoch. Tief, öffnen und hoch. Wie so zwei Kreise, die ich mit den Beinen male. Ein links, ein rechts. Zack. Tief. Schön weiteratmen. Wichtig sind hier wieder die Arme. Hände unterm Steißbein. Die stützen den Rücken. Übung für den unteren Bauch. Gleich vorbei und dann widmen wir uns dem Rücken. Bisschen noch. Ah ne, da ist es schon weg. Sehr gut. Wir gehen in den Vierfüßlerstand, den Klassiker, machen wir hier Knie zu Ellenbogen, Ellenbogen zum Knie. Ein Bein weg,
gegenüberliegenden Arm, also zum Beispiel linkes Bein, rechten Arm und dann zusammenziehen und lang, zusammen und lang. Beim Zusammenziehen ausatmen, einatmen, aus, ein. Bauchspannung. Letzten 12 Sekunden und die letzten 5, 4, 3, 2, geschafft, Pause, dann direkt die andere Seite, jetzt kommt Übung 6 von 8, am Tag 5 von 14, Achtung, anderes Bein, gegenüberliegender Arm und los geht's, zusammen. Und lang. Atme aus und ein. So, wir haben schon die Hälfte. Jetzt noch 20 Sekunden. Und die letzten 10, 5, 4, 3, 2 und geschafft. Jetzt sind wir in der Bauchlage. Noch 2 Übungen. Füße lang ablegen. Jetzt vorne die Arme nach vorne. Jetzt ziehe ich die Arme nach hinten. Und komm mit dem Oberkörper ein Stück hoch. Vor, Oberkörper runter. Ausatmen, einatmen. Als würde ich hier so ein Gummiband nach hinten ziehen. Po-Spannung, Bauchspannung. Ausatmen, einatmen. Und die letzten 15 Sekunden noch. Vier, drei, zwei und geschafft. Sehr schön. Und die letzte ist dann nochmal eine Kombination Bauchrücken, tiefe Plank und wir droppen das Knie im Wechsel rechts, links zum Boden. Ja, Achtung. Füße aufstellen oder Zehen hoch und dann rechts, links, ganz langsam Spannung in der Körpermitte. Halbe Minute noch, atmen. Letzten 20 Sekunden. Und 12. Komm, die schaffen wir jetzt noch. Nicht aufgeben. 8. Zeit läuft runter. Und morgen schon Tag 6. Komm. Und wir haben es geschafft. Sehr schön. Tschüss.